Diese Flucht aus einem US-Knast erinnert an Bonnie und Clyde. Eine Justizvollzugsbeamtin und ein Schwerverbrecher brennen gemeinsam durch. Der verurteilte Mörder, Casey White, 38 Jahre alt, sitzt im Gefängnis in Alabama. Die Überwachungskamera filmt, wie die stellvertretende Leiterin, Vicky White, an der JVA vorfährt, hineingeht. Der gleiche Nachname der beiden, Zufall. Kurz darauf schlendern die beiden gemeinsam durch die offene Gefängnistür. Keiner greift ein, denn angeblich wollte Vicky den Knacki zum Gericht bringen, weil dort eine psychologische Untersuchung stattfinden würde. Doch wie jetzt herauskommt, schon mit dem Transport verstößt sie gegen Richtlinien, weil Gefangenentransporte niemals allein durchgeführt werden dürfen. Kurios, auch sie selbst meldet sich vom Dienst ab, angeblich weil sie einen Arzttermin habe. Als die Kollegen die Beamtin 6 Stunden später anrufen wollen, aber nur die Mailbox antwortet, wird klar, die beiden sind auf und davon durchgebrannt. Ein weiteres Indiz, die 54-jährige Beamtin habe einen Tag vor ihrem Verschwinden ihre Pensionierungsunterlagen eingereicht. Das Fahrzeug, mit dem die beiden das Gefängnis verließen, wird schließlich auf einem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufszentrums gefunden. Mittlerweile haben die Behörden $10.000 ausgesetzt, um Vicky und Casey White wieder hinter Gitter zu bringen.